Miau, willkommen zurück zu Sacred 2 mit Arne. Moinsen. Moin. Wollen wir zu Beginn erstmal kurz noch wieder Quest abgeben, beziehungsweise irgendwie mal gucken, was wir überhaupt jetzt irgendwie an Quest noch machen können, weil ich glaube, die sind teilweise auch schon wieder verbuggt. Ja. Ich würde mich sonst mal kurz runter teleportieren nach Erendir. Und gehst du dann mal nach Dyr-like? Ja. Okay. Dann machen wir es erstmal kurz. Will du? Dann komme ich dann gleich zu dir. Wieder zurück. 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 Ah, hier ist eine Quest. Besiege 5 Dschungelkerzen. Ah, mein Bruder schickt euch, stimmt's? Es verlaufen sich nicht oft Helden zu uns. Nur gut, ich hätte da einige Aufträge für euch. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Erschlagt 5 Dschungelkerzen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Aufgabe erledigt ist. Wieso kriegen wir denn jetzt schon eine Quest? I don't know. So, seid ihr die mit dem Questkringel? Nee, ich glaube nicht. Zumindest wollen die nicht mit mir sprechen. Ich lauf mal weiter. Ja, wir haben gestern so ein bisschen abrupt, oder abrupt eigentlich auch nicht, aber wir haben mit dem Thema Anime und Manga noch nicht so, glaube ich, ganz abgeschlossen. Ja, schieß los. Ja, du hast doch gar nicht so für dein Fable für Ghibli noch nicht so richtig erzählt, glaube ich, oder? Ja. Wie bist du dazu gekommen eigentlich ursprünglich? Wie bin ich zu Ghibli gekommen? Ich weiß, ich überlege gerade, ob der erste Film Totoro war oder das Königreich der Katzen. Das weiß ich gerade okay, nicht mehr so genau. Bei zweiterem kann man ja überhaupt nein, nicht nein, oh mein Gott, das stimmt ja gar nicht. Mein erster war Chihiros Reise ins Zauberland. Okay. Und dann Prinzessin Mononoke. Und dann Totoro und dann das Königreich der Katzen. So rum. Mhm. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, dass Ghibli eine unglaublich schöne Art hat zu zeichnen generell. Ich finde gerade, dass Naturdarstellungen da wunderschön sind. Mhm. Es hat immer tolle Charaktere, auch immer schöne weibliche Charaktere. Also gerade die Kinder mag ich bei Ghibli total gerne. Die sind echt immer klasse durchdacht, finde ich. Und ich mag es irgendwie, dass meistens nichts richtig Schlimmes passiert, sagen wir es mal so. Für das Universum und für die Story ist natürlich schon was los, ja. Aber zum Beispiel bei, nee, ach Gott, am Ende spoilere ich jetzt, falls irgendjemand irgendwelche Filme davon noch nicht gesehen hat. Aber ich finde einfach, dass Ghibli-Filme immer einfach nur schön sind, sie sich anzugucken. Mhm. Weiß auch nicht. Finde es ja, total super. Ich glaube, mein erster Ghibli-Film war, glaube ich, auch hier Chihiros Reise ins Zauberland. Bin jetzt gerade auch nicht 100% sicher. Ich habe aber auch noch nicht alle gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, auch noch nie ganz... Totoro habe ich, ehrlich gesagt, auch noch nie ganz gesehen. Den habe ich Matti auch letztens zum ersten Mal gezeigt. Aber ich habe das wandelnde Schloss gesehen. Ich habe Pampuka, heißt das? Nee, Laputa gesehen. Und ich, Dings habe ich auch gesehen hier. Ponyo nicht, aber... Ja, Ponyo ist super. Mononoke und was wollte ich denn gerade noch sagen? Einen hatte ich doch gesagt. Kikis Zauber auf der Lieferservice? War das der? Ich glaube ja, ich bin mir aber auch nicht 100% sicher. Mit dem Besen und der kleinen schwarzen Katze? Nee, ja, ich weiß. Gesehen habe. Auf jeden Fall, ich habe ihn schon mal angefangen zu gucken. Kann sein, dass ich ihn nicht ganz gesehen habe. Den laufen ja auch relativ häufig mittlerweile auf im Fernsehen. Auf RTL, glaube ich, ne, meistens. Ja. Oder auf RTL 2. Ja, Vox hat da auch manchmal, mal eine Zeit. Manchmal auch, ja. Ja. Aber das, wie gesagt, ist klar, also auf jeden Fall schön gezeichnet. Was ich bei Ghibli immer so ein bisschen komisch finde, du guckst dir den Film an und findest ihn auch super, aber wenn du im Nachhinein so darüber nachdenkst, denkst du dir auch, what the fuck did I just watch? Weil ich habe mir letztens zum Beispiel auch nochmal, ich glaube hier Muli oder Entenmann hatte letztens in der Skype-Konferenz von uns so ein YouTube-Video geschickt von wo irgendjemand die Ghibli den Chihiros Reise ins Zauberland als 8-Version auf YouTube mal nachgestellt hat. Okay. Und da hat man dann halt auch nochmal in kurzer Zeit, also natürlich nicht in Originallänge, sondern halt irgendwie so 8 Minuten haben die das dann halt sozusagen nachinterpretiert in 8-Bit. Und da ist halt ja wirklich auf dem Kern zusammengepresst in diesem Zeitraum. Und da denkst du dir auch noch, wenn du mir die Geschichte so im Kopf nachüberlegst, was passiert da überhaupt bei Chihiros Reise ins Zauberland? Die kommt in irgendwelche Zauberwelt und muss dann plötzlich arbeiten und ja, so wirklich, das hat auch keine wirkliche Moral oder so. Darüber habe ich auch gerade nachgedacht, da hast du schon also irgendwie recht. Irgendwie,
da passieren so Dinge einfach so aus der Luft gegriffen. Irgendwie, das musst du auf einmal machen, das muss sie auf einmal machen und Ja, Totoro ist ja es. noch viel seltsamer, was das angeht. Ponyo ja auch, ich weiß auch nicht. Also im Endeffekt, es ist zwar schön anzusehen, aber. Und du denkst ja auch, ja, was für ein schöner Film, aber so wirklich die Geschichte oder so die logischen Zusammenhänge dazwischen sind auch nicht so wirklich klar. Nee, das stimmt. Es passiert auch immer alles so schnell und ich finde, ich habe immer das Gefühl, dass die Charaktere so schnell d'accord mit dem Seltsamen sind, was da passiert. So, ah ja, Ja. okay, dann tanzt dir halt gerade der Geist des Waldes und lässt Eicheln in meinem Hintergarten wachsen. Der Ja. riesige Totoro oder so, weißt du, Das ist kein Problem. Passiert halt ist mal. so ein bisschen das Problem, das ist vielleicht ein bisschen zu, wie soll man das nennen? Abstrakt, ja, vielleicht. Also ein bisschen zu, wie so moderne Kunst. Das kannst du dir angucken und denkst, ja, ist schön, aber was das jetzt eigentlich gerade darstellen soll oder warum du das schön findest, kannst du gar nicht wirklich erklären. Ja, aber gut, Ja. das liegt ja vielleicht auch einfach nur an der Zeichnung an sich. Also beziehungsweise es wird einfach nie zu deutlich gesagt, was da jetzt sozusagen die Message hinter ist. Ja, aber Ist ein ich bisschen. finde, dass Ghibli immer sehr viel Naturverbundenheit auch lehrt. Ja, das stimmt. Das ist ja. Das finde ich sehr, sehr toll. Das ist vielleicht eine Moral, die man daraus ziehen kann Das aus ist den meisten tatsächlich oft Ghibli-Filmen. so. Das ist in Ja, stimmt, Totoro das auf ist. jeden Fall so, Mononoke ja ganz klar auch. Ja, gut, bei Chihiro jetzt nicht unbedingt. Nee, aber bei Shiro ist es eher so, du sollst nicht der Völlerei frönen oder so. Ich finde, bei Chihiro ist das eher so, du sollst so ein bisschen über das Äußere hinwegsehen. So habe ich da so ein bisschen vielleicht. Ja. Das habe ich so interpretiert. Wohl, jetzt widerspreche ich ja eigentlich dem, was ich gerade gesagt habe, weil wir ja doch irgendwie was daraus ziehen können, Ja, aber. aber es ist versteckter irgendwie. Ja, also es ist, und die, ja, wie gesagt, und der Handlungsstrang an sich ist nicht unbedingt so klar. Also die Moral vielleicht doch, ist doch ersichtlich, aber die Handlung an sich ist ein bisschen absurd. Ja. So. Und bei Ponyo, ja, Ponyo war sowieso einfach total weird, also super schön, aber ich weiß nicht, dieser kleine Meeresfischgeist, dieses Mädchen, das sich dann entschließt, sie will ein Mensch werden und das dann einfach macht. Und dann lebt die einfach bei diesem Jungen dann, der sie gefunden hat. Alles cool. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber Der ist ja. echt schön, den hatte Muli mir ja letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Vielen Dank nochmal. Mein großes Ziel ist es auch, sollte ich dann irgendwann selbst mal einen Blu-ray-Player haben, auch die gesamte Ghibli-Collection zu haben. Ich ärgere mich immer, also ich meine, die ganzen T-Shirt-Seiten haben ja sowieso immer viel Totoro. Aber es gab zwei Shirts, die ich mir nicht gekauft habe und denen trauere ich extrem nach. Das eine war Studio Ghibli, also wie das Ghibli-Logo, aber mit Jigglypuff. Auch Okay. einfach nur ganz schlicht in diesem Blau mit der weißen Schrift und so, mit den weißen Umrissen. Und dann gibt's ein Motiv von Chihiro und dem Drachen, die sich so ein bisschen im Arm liegen. Ja. Und da wurde letztens nochmal für gewotet und Und das ist es nicht hat nicht gekommen. gewonnen. Ja, und ich habe gedacht, wenn das jetzt kommt, dann kaufe ich es endlich. Und nee, es kam leider nicht. Tudu. Ja, in Japan gibt es ja, in Tokio glaube ich sogar, gibt es ein Ghibli-Museum. Ich würde Vielleicht arm. gehen der Schweizer und ich da, wenn wir denn da sind, vielleicht auch mal hin. Verschweigt mir das. Oder kauf ganz viel und gib mir das. So einen lebensgroßen Totoro bringen wir mit. Boah, ey, die gab es ja aber auch beim Japan-Tag, die mit dem Blatt auf dem Kopf. Ja, aber Nicht die waren lebensgroß, ja. aber die waren schon ziemlich Ja. groß. Ja, und Gut, aber jetzt das kann haben. man ja immer noch bekommen. Das muss man ja nicht unbedingt in Japan kaufen. Ja, und jetzt haben wir ja auch im Nemos in Bochum. Die haben jetzt ja auch richtig fancy Totoro-Plüschtiere auf Lager. Also die sehen so toll aus, aber die sind schweineteuer. Aber verstehe ich schon. Also qualitativ richtig toll. Ich habe ja auch einen Totoro-Plüsch hier. Und es ist von der Qualität nicht so gut. Und ich glaube, es hat eigentlich im Endeffekt genauso viel gekostet. Tja. Aber ich habe auch ein Totoro-Kissen und das ist toll. Ich hätte gerne so ein Totoro-Onesie. Das wäre voll geil. Also, falls du dich fragst, was ich hier tue, ich irre ehrlich gesagt hier rum und versuche dem Questpfeil zu folgen. Okay, wo bist du denn? Ich weiß es auch nicht genau. Mitten in der Echt? Stadt, ich will doch dahinter Achso. an die Küste. Wie mache ich das? Musst du gleich oben einmal außen rum. Aber ich war doch in dem Baum. Ach, ganz nach Norden, meinst du? Ja, da bei dem Tempel vorbei. Du musst gleich teleportiere dich einfach nochmal dahin und dann. Fuck this shit. Ich mache hier gerade so komische Schnitzelquests und ich frage mich, warum wir die nicht ganz zu Beginn bekommen haben. Hatten wir so einen, aber nicht am Anfang dieser Woche schon gemacht? Was? Da hatten wir doch auch schon mal besiege so und so viel Springpflanzen und dann kamen die Spinnen und so. Ja, keine Ahnung, also ich mache das jetzt hier gerade nochmal und dann.
Ich habe ja auch Wenn immer der noch das nicht mein sagt, dass Zeug wir im das Gras brauchen. aufgesammelt, also keine Ahnung. Den Gras. Mein Gras. Mir ist auch mal aufgefallen, so ein kleiner Unterschied zwischen Disney und Ghibli. Wenn du dir weibliche Disney-Charaktere anguckst, dann haben die immer Die Traumfigur. Traumfigur und ultra volles, langes Haar. Und die Ghibli-weiblichen Hauptfiguren sind, Die haben, sind, ja? ich weiß nicht, wie ich jetzt die Figur benennen möchte. Okay, oft sind es ja auch Kinder, aber einfach so ganz normal, unauffällig und eigentlich fast immer kurze Haare. Ja gut, Ghibli ist ja auch auf. Ja, also es ist nicht so der Standard-Anime, das ist jetzt halt nicht so mega. Wenn du die normalen Anime anguckst, ist es natürlich auch anders. Ne? Also hast du ja auch dann irgendwie Spot the Main Character, Ja, wo du dann genau, einfach. ja. Ich meine, da ist jetzt auch wirklich nur Ghibli und Disney mal Ja. im Vergleich, weil es mir aufgefallen Ja. war. Aber klar, also ja, das ist schon realistischer, sag ich mal. Aber trotzdem haben die schon was ziemlich Disney-haftes. Ich glaube, deshalb ist es auch so ein bisschen einfacher für uns Europäer, dass wir uns das, also, dass wir da so gut damit anfreunden können mit den Ghibli-Movies, also mit den Anime, weil es halt doch schon ziemlich Ähnlichkeit hatte. Das Was? hier. Nee, mach erst. Ich glaube, das war auch so. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, Miyazaki ist ja auch, glaube ich, sehr großer Disney-Fan gewesen und Das hat. wird doch hier in Deutschland auch irgendwie von Disney, Ja, genau. genau, Und ja, also, ich glaube, das ist auch so ein großer Grund dafür, dass man halt das jetzt bin ich schon ja wieder so hier reingelaufen. zugänglich Das ist hat. Wahnsinn. Was ich dann auch wieder immer schön finde. Ach gut, ich hatte gerade meinen Spielstütz ab. Ist, dass es ein paar Figuren gibt, die sich dann wiederholen. Zum Beispiel den Katzenbus. Ja. Den gibt es ja auch bei. Ach Gott, war der jetzt bei Chihiro? Ja, doch, ich glaube bei. Nee. Nee, bei Shiro war er nicht, der war Bei so dieser. Totoro und. Ich glaube wahrscheinlich bei der. Vielleicht beim Katzenreich? Ja, natürlich, beim Königreich. Ja, logisch, beim Königreich der Katzen. Und die Rußmännchen gibt es aber bei Chihiro und bei Totoro zum Beispiel. Die gibt's auch bei Dings, meine ich. Die gibt's auch bei hier. Beim Wandel ins Schloss, glaube ich, gibt's die auch. Ah, okay, den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, den wollte ich unbedingt nochmal gucken. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber also, ich glaube ja, es würde auch extrem viel Sinn machen, halt, dass die da Ja. wären. Weil es da ja auch einen großen Ofen gibt, also ist auch ein Ja. wichtiges. Ich habe mir jetzt auch gerade letztens ein Kiki-T-Shirt bestellt. Es gibt unfassbar tolles Kiki-Merchandise auf bösem Amazon. Ja. Ach, Ghibli ist schon toll. Wobei, was ich ja auch ein bisschen komisch finde, ist, ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin jetzt ja auch nicht hundertprozentig sicher, ob das so stimmt, aber ich glaube, dass der generell der moderne Anime, also beziehungsweise so das was mittlerweile so, also dieser klassische Anime mit riesen Augen, das ist ja, glaube ich, ursprünglich dadurch entstanden, dass bei Disney so riesen Augen verwendet wurden, ne? Kann Und sein. dann ist Disney mehr oder weniger wieder auf diesen natürlichen Stil zurückgekommen. Und Wobei die ja. Augen immer noch ziemlich groß sind. Ja, klar, aber ich glaube, Disney ist so ursprünglich die Schuld dafür, dass der Anime halt so, wie man ihn mittlerweile kennt, also diesen mit riesen Augen, ist sozusagen dafür verantwortlich. Und ja, dieses Wechselspiel, also Disney hat erst riesen Augen, dann hat wir haben die Japaner das übernommen, dann ist Disney so ein bisschen davon abgekommen. Und die Japaner sind auch. Wieder sind jetzt mehr oder weniger die Bösen sozusagen, die diesen Zeichenstil. Das sind ja auch, also viele sehen diesen Zeichenstil ja auch als abwertend an. Diesen Manga-Look. Wobei es ja mehr oder weniger durch die Westen gekommen ist und dass Ja, da guck dir mal erst. Barbies an, ey, die haben ja auch schon Mörderaugen. Ja. Wobei, gut, bei Disney kann man jetzt auch so argumentieren, dass es eigentlich keine Menschen waren, die diese riesen Augen hatten anfangs, sondern halt nur irgendwelche komischen Tierfiguren halt wie Mickey Mouse und Donald oder sowas, aber dass die Japaner das dann auf Menschen übertragen haben. Wobei ich glaube, mittlerweile ist der aktuelle, der moderne Anime-Stil ist, glaube ich, auch so ein bisschen davon weg. Also die ganzen neuen Animes und Manga sind, glaube ich, schon wieder ein bisschen natürlicher. Aber ja, gut. War jetzt nur so ein Fun-Fact irgendwie. Weil. Du wolltest da noch irgendwas sagen, glaube ich. Ich wollte dich fragen, wie denn der Vergleich von der Verwendung von Arschklappen so ist.
Anime und Manga, ich glaube nicht so groß wie bei Goofy und Donald. Leute, es war einmal so schön. Wir haben über Onesies geredet. Und dann meintest du, dass die doch dann auch so Arschklappen haben? Ja, weil ich dachte, irgendwie hatten wir es davon, wie man denn damit dann aufs Klo gehen kann und Genau, sowas. ob man den dann ganz ausziehen muss. Und dann meintest du, haben die nicht auch so Arschklappen? Und dann meinte der Entenmann so schön, ja, Goofy vielleicht. Oh, sehr schön. Okay, jetzt haben wir wieder mal einen Part Schon wieder um? geschafft. Ja. Oha. Und ich irre hier völlig planlos durch die Gegend. Macht nichts. Bevor wir morgens nochmal von Anime und Manga reden, ich wollte nochmal kurz sagen, also generell, was das Thema Manga angelangt, guckt euch ein bisschen um. Also Manga sind nicht alle das gleiche Manga und es gibt für jeden eigentlich was. Also das wollte ich mal nur so nochmal loswerden. Und was ich eigentlich generell sagen würde, ist, ja, lehnt ein Manga nicht unbedingt direkt gleich davon dadurch ab, weil der Zeichenstil euch vielleicht nicht hundertprozentig gefällt, weil erstens der Zeichenstil sich bei einer laufenden Serie meistens noch verändert und zweitens, weil die Story einfach vielleicht gerade genau das ist, was euch interessiert und euch total flasht und deshalb nur den Manga abzulehnen, weil der Zeichenstil euch nicht gefällt, ist vielleicht ein bisschen schade. So, das war eigentlich nur, das ist so ein bisschen wie Never judge a book by its cover, Ja, so nach dem Motto. ist aber ein ganz gutes, ich nenne es mal Schlusswort für das Thema. Doch, ja. Kann man so sagen. Dasselbe gilt natürlich auch für Animes. Ja, es gilt für ganz viele Sachen im Leben. Lasst es zu eurer Philosophie werden. Okay. Bis dann. Dann danke fürs Zusehen, schlagt neue Themen vor und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Ciao. ciao.